Abgeordneter, ganz schön, dass Sie zu uns kommen konnten. Sie haben ein Buch über das Pilgern geschrieben. Warum pilgern wieder so viele Leute? Ich denke, wir haben alle noch von unserem Ursprung her so ein Stück Unruhe in uns. Und wir suchen ein Ziel und wissen eigentlich noch gar nicht, wo es liegt. Ich finde es unheimlich spannend. Aber wonach suchen wir? Wohin pilgern wir? Ich glaube, wir haben eine große Sehnsucht im Herzen, dass wir mal das unendliche Glück finden. Aber das haben wir hier auch eigentlich. Und da gehen wir einfach weiter und suchen, ständig vielleicht im Hinterkopf so die Sehnsucht behalten, ist doch einmal zu viel hin. Aber ich glaube, allein das Suchen ist schon so schön. Begegnen ja so vielen Menschen, macht das Leben so froh. Muss natürlich auch wieder Ade sagen, wieder Abschied nehmen. Aber ich gehe dann auch wieder weiter. Das gehört, diese Gelockertheit, diese Freiheit eigentlich macht das Leben erst aus. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie sehr viel reisen. Ja. Jetzt geht es beim Pilgern selber ja auch darum, ganz viel alleine zu sein, um die Reflexion, um die Selbst, um die Beschäftigung mit sich selbst. Pilgert man lieber alleine oder in der Gruppe? Ich glaube, es gibt Zeiten, wo es wichtig ist, dass ich zu mir selber komme. Mein Stück allein. Aber dann brauche ich wieder Menschen. Ich bin einfach auf andere Menschen veranlagt. Und es ist so was Schönes, mit anderen dann unterwegs zu sein. Auch mit anderen das, was mich bewegt und berührt, zu besprechen. Was denkst du darüber? Oder wenn ich mal ihm sagen kann, dass ich mich heute dreckig fühle. Oder mal über mein Leben, du, das ist furchtbar schief gegangen. Oder ich sehe nicht mehr weiter, kannst du mir helfen? Siehst du vielleicht, du bist doch ein Stückchen größer oder ein Stückchen voraus. Siehst du vielleicht ein bisschen mehr als ich? Dieses Miteinander oder wenn die Füße wehtun, dann sag ich, du, komm, ich trage dich mal ein Stück. Super. Sie sind viel unterwegs, reisen von Vortrag zu Vortrag, schreiben inzwischen viele Bücher, sind aber zwischendurch auch in Rom. Wie muss man sich das Leben in Rom vorstellen? In Rom ist mein Leben nach außen hin gesehen langweilig. Stehe in der Früh auf, so vor 6 Uhr, mache meinen kleinen Frühsport unter die Dusche, dreimal heiß-kalt, damit ich auch gesund bleibe und auch mich umgewöhnen kann, wenn es um den Jetlag geht. Aber dann mein erstes Morgengebet, die Messe, Frühstück. Ja, und nach dem Frühstück noch ein bisschen E-Gitarre mitunter. Das tut dem Gehirn auch sehr gut. Um 8 Uhr geht die Arbeit an, bis um 12:45, dann beten wir. Aber 8 Uhr bis 9 Uhr würde ich sagen, schriftliche Arbeiten und dann kommen Besuche, dann gibt es Besprechungen, Sitzungen. Da komme ich eigentlich den ganzen Tag zu nichts mehr. Wir haben um 1 Uhr Mittagessen, kurz danach eine Siesta. Aber auch nicht sehr lange, mal so, einfach damit der Körper mal zack sich wieder entspannen kann. Wenn ich das nicht tue, dann schlafe ich am Nachmittag. Und dann am Abend wieder singen wir die Vesper, lateinisch, wunderbar, beten miteinander und dann geht der dritte Teil des Tages los. Da möchte ich eigentlich kaum Leute mehr sehen. Ich gehe ungern abends aus, weil ich so viel zu tun habe. Und dann mache ich auch nach dem Abendessen mit meiner Querflöte Musik. Also Musik ist ein Stück meines Lebens auch. Das macht es einfach sehr froh. Aber das, wie gesagt, diesen geregelten Tageslauf habe ich noch relativ selten. Sie halten ja viele Vorträge. Wer kommt zu Ihren Vorträgen? Ich werde meistens gebeten für Kundenveranstaltungen von Banken. Oder es sind auch mal Manager, die mich darum bitten. Oder es gibt irgendwelche andere Situationen, sagen wir mal über humanes Management oder über die gegenwärtige Situation, dass der Ruf nach Werten,
dann, wie das überhaupt zu sehen ist, heute in einer globalisierten Art, weil ich so viel herumreise und ich habe immer den Eindruck, in Deutschland meinen wir noch, die Probleme lösen zu können, wenn wir nur auf Deutschland gucken. Wir brauchen eigentlich den viel größeren Horizont. Und das ist auch so, dieses ständige Ausgreifen aus Bildern. Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen oft fragen, woran man sich eigentlich noch orientieren kann. Ja. Haben Sie darauf eine Antwort? Ich denke, am Ziel des Menschen selbst. Wie viel ist der Mensch wert? Sein Leben. Und für mich ist es natürlich der Glaube, der mir auch sagt, ich habe einen Ursprung und ich habe ein Ziel. Ich bin zwischendrin eingebettet. Ich bin auch getragen irgendwie von Gott. Da kann ich mich dann doch orientieren und es gibt Orientierungsregeln, das waren die 10 Gebote seiner Zeit. Das sind Sozialgebote, die hat man so stark individualistisch als Privatsünden angesehen. Es geht eigentlich darum, die Gesellschaft zu neuem Leben zu erwecken. Denn vor, noch ein Buch zu schreiben? Gibt es noch Themen? Ja, ich habe noch eines vor, und zwar eines über Europa. Ich habe den Eindruck, dass die Leute Europa müde geworden sind. Europa ist so etwas Selbstverständliches geworden, dass wir gar nicht mehr sehen, was wir es pflegen müssen. Und dass ständig Probleme auch auftreten, die erfahren wir als, ja, würde ich sagen, als ärgerlich. In Wirklichkeit gehören die Probleme ja zum Alltag eines Lebens dazu. Und wir müssen erst mal sehen, wie viel wir gewonnen haben auch wieder. Und ich meine, als Europäer haben wir auch eine Aufgabe für morgen. Und in den ganzen politischen und wirtschaftlichen globalen Feldern, nirgendwo ist der Wert der individuellen Freiheit und auch der Eigenverantwortung so groß geschrieben wie in Europa. Ich denke, das ist ein Erbstück, das wir einbringen müssen, wenn uns die Menschheit noch ein bisschen was lieb ist, dass sie auch gelingt. Nur dann gelingt Leben, wenn wir die Freiheit als unseren entscheidenden Wert ansehen, die Personenwürde. Das macht unsere Würde aus. Das ist das schönste Geschenk, das uns Gott gemacht hat. Aber wir sind halt auch ein bisschen schwach. Und dann geht halt vieles daneben. Und dafür gibt es aber auch wieder die Vergebung und die Aussöhnung. Vielen Dank. Bitteschön. Gerne.